18 Uhr Frankfurter Hauptbahnhof. In der B-Ebene hat sich eine große Menschentraube gebildet. Aus mehreren Lautsprechern dröhnen Bässe und Hip-Hop. Was wie eine spontane Versammlung aussieht, ist Frankfurts neuer Partyfloor. Rock Steady as Always, so heißt die Veranstaltung, die hier im Rahmen der Musikmesse stattfindet. Organisiert von James und David Adinast. Die Brüder mischen seit Jahren die Subkultur- und Gastroszene in Frankfurt auf. Wir zitieren gerne aus der Vergangenheit, also gerade auch aus unserer Kinder- und Jugend, Dinge, die uns beeindruckt haben. Und der Hip-Hop, das B-Boying ist einfach eine Ausdrucksform, die auch super in dieses Viertel hier einfach passt. Und es geht darum, Leute zusammenzubringen und auch einfach mal zu zeigen, dass hier mehr passiert als nur das, was man manchmal vielleicht auf der Oberfläche sieht. Und so verwandeln namhafte DJs und Breakdancer den Hauptbahnhof 3 Tage lang in eine ungewöhnliche Showbühne. Wir fanden die Idee super geil, weil wir selber auch aus Zeiten kommen, wo wir am Hauptbahnhof oder am Flughafen uns einfach trainiert, also getroffen fürs Training haben. Wir fanden die Idee geil und haben sofort gesagt, ja passt, wir sind dabei. Frankfurt und Hip-Hop und Breakdance sind auf jeden Fall eins. Die Veranstalter wollen den Breakdance wieder zurück zu seinen Wurzeln bringen, auf die Straße. Warum der Bahnhof? Weil der Bahnhof ein zentraler Teil dieser Stadt ist. Und wir haben gerade Musikmesse, es kommen hunderttausende Menschen über diese 3 Tage hier am Bahnhof an und wir wollen uns und Frankfurt von der besten Seite präsentieren und da gibt es nichts Besseres als den Bahnhof. Das Besondere ist, dass einfach alles verbindet. Es ist Tanz, Akrobatik, man hat einfach Spaß bei dem, was man macht. Es ist eine Ausdrucksform, wo Leute sich frei entfalten konnten und auf einmal Herkunft, Wurzeln, Nationalitäten, Religionen komplett egal waren. Und ich glaube, das ist auch wieder eine Sache, die sehr gut in die heutige Zeit passt. Und natürlich in die Multikulti-Stadt Frankfurt. Breakdance, fette Beats und ein kühles Getränk. Das gibt's noch bis zum 9. April im Hauptbahnhof.